Ich möchte euch einladen, mit mir aufzuschlagen, Lukas 1, Vers 26 bis 38. Elisabeth war im sechsten Monat schwanger, als Gott den Engel Gabriel zu einer jungen Frau nach Nazareth schickte, in der Stadt, eine Stadt in Galiläa. Die noch unberührte junge Frau hieß Maria und war mit einem Mann namens Josef, einem Nachfahren des Königs David, verlobt. Der Engel kam zu ihr herein und sagte: Sei gegrüßt, du mit hoher Gunst Beschenkte, der Herr ist mit dir. Maria erschrak, als sie so angesprochen wurde, und überlegte, was der Gruß bedeuten sollte. Hab keine Angst, Maria, sagte der Engel. Gott hat dich mit seiner Gunst beschenkt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird große Autorität haben und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott wird ihn die Königsherrschaft seines Stammvaters David weiterführen lassen. Für immer wird er die Nachkommenschaft Jakobs regieren und seine Herrschaft wird nie mehr zu Ende gehen. Wie wird das geschehen? Fragte Maria. Ich habe ja noch nie mit einem Mann geschlafen. Der Heilige Geist wird über dich kommen, erwiderte der Engel. Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, auch deine Verwandte Elisabeth ist noch in ihrem Alter schwanger geworden und erwartet einen Sohn. Von ihr hieß es ja, sie könne keine Kinder bekommen. Und jetzt ist sie schon im sechsten Monat. Für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Ich gehöre ganz dem Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Darauf verließ sie der Engel. Wir haben letzten Sonntag schon mit dieser Serie gestartet, Weihnachten aus dem Mund der Engel. Was ich so faszinierend finde an diesem Gedanken oder an dieser Serie ist, dass wir bei der Weihnachtsgeschichte die seltene Möglichkeit haben, sozusagen mehr oder weniger direkt aus Gottes Mund zu erfahren, warum er macht, was er macht. Ja, Jesus wird Mensch, es wird ein Kind geboren und diese Engel kommen und kündigen das an. Sie sagen uns, was Gott vorhat, warum Gott das macht. Und das finde ich total spannend, dass wir nicht nur sozusagen das haben, was passiert, sondern wir haben eine Erklärung sozusagen dabei. Und deshalb finde ich das total spannend. Und um Weihnachten rum haben wir ganz, ganz viele Engel, die plötzlich auftreten und Botschaften haben. Und genau, das werden wir jetzt die nächsten Sonntage, also haben wir letzten Sonntag schon angefangen und die nächsten Sonntage werden wir uns damit noch beschäftigen. Aber was ich total frustrierend finde an dem Ganzen ist, keiner dieser Engel wird beschrieben vernünftig. Ja, Matze hat ja letzten Sonntag grundsätzlich schon was zum Thema Engel gesagt, aber wir wissen, dass das der Engel Gabriel ist, der Zacharias erscheint, der Maria erscheint, aber in beiden Geschichten erfahren wir nicht, wie dieser Gabriel denn aussieht. In beiden Geschichten ist es, also scheint es irgendwie vorausgesetzt zu sein, dass da scheint irgendwie kein Zweifel zu bestehen, dass das ein Engel ist in beiden Geschichten. Aber woran Zacharias und Maria das erkannt haben, steht da nicht. Und das finde ich irgendwie frustrierend, weil ich weiß nicht, wenn euch jemand erzählen würde, ich habe einen Engel gesehen, was ist die erste Frage, die ihr stellen würdet? Wie sah er aus? Ja. Woher hast du erkannt, dass es ein Engel ist? Und das wäre eigentlich das, was uns am meisten interessiert. Und Lukas erzählt es uns nicht. Und ich glaube, er erzählt es uns ganz bewusst nicht. Weil bei dieser Geschichte geht es nicht um Engel. Es geht nicht um das Phänomen Engel. Es geht nicht um den Boten, sondern es geht um die Botschaft. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Lukas uns da so wenig Infos gibt, weil er ganz, ganz klar den Fokus auf die Botschaft der Engel lenken möchte. Und das ist im Prinzip das, worauf wir auch uns konzentrieren möchten. Was möchte Gott uns sagen? Was möchte er uns sagen durch die Geburt seines Sohnes? Was ist diese Botschaft, die Engel verkünden? Und die Geschichte knüpft relativ nahtlos an dem, der andere Matthias letzten Sonntag uns erzählt hat. Es ist derselbe Engel, es ist wieder der Engel Gabriel. Sechs Monate später, Lukas
sorgt hier dafür, dass wir ganz chronologisch wissen, an welcher Stelle wir uns in der Geschichte befinden. Es ist wieder eine Botschaft von Gott. Es geht wieder um die Geburt eines Kindes. Aber die äußeren Umstände sind scheinbar ganz anders. Hier enden die Gemeinsamkeiten. Wir lesen, dass Maria in ihrer Stadt Nazareth ist. Ja, der Engel kommt zu ihr herein, lesen wir hier. Und wir erfahren über Maria eigentlich nicht wirklich viel. Wir wissen, dass sie eine junge Frau ist, wir wissen, dass sie verlobt ist. Manchmal gibt uns Lukas in seinem Evangelium so Hinweise, was für Menschen das sind, mit denen wir zu tun haben. Ja, dann schreibt er, die und die Person, die ist gottesfürchtig oder irgendwie sowas. Und noch nicht mal so eine Info kriegen wir über Maria. Wir wissen nur, sie ist eine junge Frau. Wahrscheinlich wird sie so um die 15 Jahre alt sein. Sie wohnt in Nazareth, in der Provinz. Hinter Galiläa war das, hinter Samaria war das. Ne? Also das war schon so weit weg von Jerusalem, von dem religiösen Zentrum Israels, dass es schon fast Ausland war. Und da irgendwann begegnet plötzlich diese junge Frau einem Engel. Und ich finde das total spannend und am Anfang möchte ich mit euch so ein bisschen das gegenüberstellen mit der Begegnung, die Zacharias mit dem Engel hatte. Ja? Zacharias ist diesem Engel im Tempel begegnet. Ja. Maria war wahrscheinlich bei sich zu Hause. Ja, der Engel trat zu ihr ein, das heißt wahrscheinlich ein einfaches Haus, eine einfache Kammer. Plötzlich war der Engel mittendrin. Der Tempel stand in Jerusalem. Jerusalem war das politische und religiöse Zentrum Israels. Ja, also wenn Gott etwas tut, dann doch in Jerusalem. Maria wohnte in Nazareth. Ja, Nazareth, wie gesagt, hinter Samaria, weiter Weg von Jerusalem entfernt, fast schon Ausland. Ja, das, was Nazareth war praktisch so zwischendurch. Da gab es eine Handelsstraße von Ägypten nach Damaskus, die führte da in der Nähe vorbei. Deshalb war da schon viel los, aber vom Fokus Israels her war das JWD, ganz weit draußen. Zacharias begegnet diesem Engel, während er opferte. Er hatte diese Aufgabe als Priester, das Räucheropfer zu bringen. Und während er das tat, in dieser heiligen Tätigkeit sozusagen, begegnet ihm der Engel. Wann Maria dem Engel begegnet, wird uns gar nicht berichtet. Irgendwann war der Engel plötzlich da. Und Zacharias ist Priester. Er ist ein religiöser Würdenträger, könnte man sagen. Ein frommer Profi, könnte man auch sagen. Maria ist einfach nur eine junge Frau. Also der Tempel war ein besonderer Ort. Das war der Ort, wo Gott den Menschen begegnet. Zu Hause bei Maria, das war ein ganz gewöhnlicher Ort. Da war nichts Besonderes dran. Jerusalem, das war das religiöse Zentrum. Ja, da konzentrierte sich alles. Nazareth war irgendwo. Ja, und Zacharias begegnet dem Engel in einem Gottesdienst, zu einer besonderen Zeit. Maria begegnet dem Engel mitten im Alltag. Und der fromme Würdenträger und auf der anderen Seite eine junge Frau, jemand ganz Normales. Und ich finde das so spannend, wenn man das so gegenüberstellt, weil auf der einen Seite würde man das doch erwarten, dass Gott spricht. Jetzt hier im Gottesdienst, jetzt sind wir doch hier und wir sind doch voller Erwartung, Gott zu hören, eine Botschaft von Gott zu bekommen, für uns in unser Herz rein. Aber in Jerusalem, diesem frommen Würdenträger, ja, dem wird die Ankündigung des Vorboten gemacht. Und dann dieses Gewöhnliche, der gewöhnliche Ort, irgendwo im Alltag, irgendeiner ganz normalen Person, ihr wird die Hauptperson der Geschichte angekündigt. Und ich glaube, dass da eine Botschaft drin steckt. Und ich will nicht Gottesdienste schlecht machen oder religiöse fromme Veranstaltungen oder irgendwie sowas, sondern ich glaube, das ist der Ort, wo wir hingehen dürfen und sollen und wo wir Gottes Reden erwarten sollen. Aber ich glaube, wenn wir Gottes Reden nicht in unserem Alltag erwarten, dann verpassen wir ganz, ganz viel Wesentliches. Am Ende geht es nicht darum, dass wir in Gottesdiensten sitzen, sondern am Ende geht es darum, dass Jesus, dass seine Botschaft in unserem Alltag Fuß fasst. Gott will dir begegnen in deinem Alltag, mittendrin,
Sein großer Plan will sichtbar werden, da wo du bist. Zwischen Videokonferenzen und Ketten-E-Mails, zwischen vollgemachten Windeln und schmutziger Wäsche, zwischen vollen Terminkalendern und sinnlosem Papierkram, im Bus, in der Teeküche, an deinem Schreibtisch, am Küchentisch, hinter dem Lenkrad, im Gespräch mit deinen Arbeitskollegen, im Gespräch mit deinen Kindern, im Gespräch mit deinem Nachbarn, im Gespräch mit dir selbst, im ganz normalen, alltäglichen, mitten im Leben. Da will Gott dir begegnen. Das ist die Botschaft. Das ist eine Botschaft von Weihnachten. Er will jemand ganz Normalem begegnen. Er will dir begegnen. Wie will er das tun? Oder um diese Frage besser zu beantworten, müssen wir, glaube ich, eher fragen, wer ist dieser Gott? Wer ist das, der mir da begegnen will? Und dazu gehen wir weiter in der Geschichte. Hab keine Angst, Maria, sagte der Engel. Gott hat dich mit seiner Gunst beschenkt. Und eine Frage, die irgendwie im Raum steht, ist, wer ist diese Maria eigentlich? Lukas erzählt uns eigentlich gar nicht viel über sie, hatte ich eben schon gesagt. Wer ist die überhaupt? Warum ausgerechnet sie? Warum nicht irgendeine andere Maria? Marias gab es bestimmt eine Menge damals in Israel. Warum ausgerechnet die? Und wir wissen es nicht. Lukas gibt uns keine Informationen. Das Einzige, was wir wissen, ist, Gott sucht sie aus und überschüttet sie mit seiner Gnade. Maria kann nichts dafür, sondern Gott wählt sie aus und beschenkt sie. Und er kündigt ihr an, dass sie einen Sohn gebären wird. Sie soll diesen Sohn Jesus nennen. Er wird große Autorität haben. Er wird Sohn des Höchsten genannt werden. Er wird die Königsherrschaft seines Stammvaters David weiterführen. Und er wird für immer die Nachkommenschaft Jakobs regieren. Seine Herrschaft wird nie mehr zu Ende gehen. Das Kind wird heilig sein und wird Sohn Gottes genannt werden. Das ist die Botschaft, die der Engel Maria bringt. Und ich glaube, hier sind ganz, ganz viele Punkte, die total wichtig sind und wesentlich sind für uns, uns das auf der Zunge zergehen zu lassen, wenn wir uns die Frage stellen, was soll Weihnachten? Was will Gott eigentlich mit Weihnachten? Dieses Kind, was geboren wird, wird ein Mensch sein. Ja, es ist das Kind von Maria, es ist ein Mensch. Aber gleichzeitig wird dieses Kind auch Sohn des Höchsten, Sohn Gottes sein. Dieses Kind, was geboren ist, wird ein Mensch sein und es wird Gott sein. Und das ist, glaube ich, der erste riesige Punkt, den man machen muss oder wo man anhalten muss, wenn man über Weihnachten nachdenkt. Dieser Gott nimmt seine eigene Medizin. Er ist Mensch geworden. Er kennt Hunger, er kennt Durst, er kennt Schmerz, er kennt Versuchung, er kennt Verlust. Ja, wie kann dieser Gott dir in deinem Alltag begegnen? Er kennt menschlichen Alltag. Er kennt unsere Situation. Er hat das selbst durchlebt. Von dem alltäglichen, gewöhnlichen, was so hinplätschert, bis zu Momenten von Schmerz und von Leid. Das hat er erlebt, das kennt er. Und deshalb dürfen wir wissen, dass er uns versteht, dass er da ist mit uns, dass er uns nah ist. Wenn uns Dinge passieren, die wir nicht verstehen können, wenn wir Leid erfahren, dann bedeutet das nicht, dass Gott weit weg ist und dass er sich nicht interessiert, sondern er weiß, was das bedeutet. Und deshalb ist dieser Gott relevanter und lebensnah für uns, für unseren Alltag, als jeder andere. Er ist ganz Mensch, aber nicht nur das, er ist nicht nur einer von uns, wo ja, man sich auf die Schulter klopft und sagt, versuchen wir es weiter irgendwie hinzukriegen, sondern er ist ganz Gott. Und diese Einzigartigkeit Jesu, ganz Mensch und ganz Gott,
bringt ihn in die Lage, das zu tun, was sein Auftrag ist. Er ist König. Er wird die Königsherrschaft des Stammvaters Davids weiterführen. Und das, wo ich mich heute dieses Mal bewusst entgegen entschieden habe, ist, dass wir das, was der Engel hier sagt, einmal im Licht des Alten Testaments angucken. Je länger man sich damit beschäftigt, jedes Buch, was ich aufgeschlagen habe, hat mir neue Parallelstellen im Alten Testament irgendwie gezeigt. Also es gibt so viele Bezüge aus dem Alten Testament, die der Engel hier aufgreift. Und diese ganze Rede des Engels ist letztendlich ist sehr, sehr ähnlich wie Verheißungen, die Gott im Alten Testament Menschen gemacht hat. Ja, und es gibt Bezüge zu der Verheißung, die Gott Abraham macht. Es gibt ganz, ganz klare Parallelen zu den Verheißungen, die Gott David gemacht hat in 2. Samuel 7. Man kann das fast hier daneben legen und Linien zeichnen. Das, was Gott in Jesaja 9 und in Jesaja 11 gesagt hat und so. Unzählige Aussprüche im Alten Testament, die der Engel hier ganz bewusst aufgreift und ganz bewusst zum Klingen bringt. Und ein wesentlicher Punkt ist halt dieses Königtums David. Ja, Gott hat David versprochen, dass sein Thron auf ewig bestehen bleibt. Und hier kündigt der Engel an, diese Person wird das erfüllen. Er wird König sein, er wird Autorität, er wird Vollmacht haben und diese Vollmacht wird nicht enden, wird ewig sein. Niemand, kein Königreich wird so beständig sein wie dieses. Er wird heilig sein. Ja, niemand ist so rein, niemand ist so einzigartig wie er. Er wird der Retter sein. Ja, sie soll ihm den Namen Jesus geben. Jesus oder Joshua bedeutet, der Herr rettet. Das ist der Name dieses Kindes und das ist sein Mission Statement, das ist sein Auftrag, das ist seine Identität. Niemanden brauchen wir so sehr wie dieses Kind, wie den Retter. Und er wird groß sein. Die NEU übersetzt hier, er wird große Autorität haben. In anderen Übersetzungen steht, er wird groß sein. Niemand verdient unsere Verehrung, so wie er, so wie dieses Kind, was an Weihnachten kommt. Was soll Weihnachten überhaupt? Habt ihr euch das mal gefragt? Ich kann mich an so ein besonders tristes Weihnachtsfest erinnern. Da muss ich so um die 20 gewesen sein. Und ich musste Weihnachten arbeiten. Ich glaube, ich hatte Heiligabend Spätdienst und dann bin ich zur Tankstelle gefahren, habe mir eine Tiefkühlpizza geholt und dann habe ich Tiefkühlpizza gegessen und habe mich mit Süßigkeiten ins Bett gelegt und habe drüber nachgedacht, was Weihnachten überhaupt sein soll. Und das war so interessant, weil ich war so raus aus dieser Phase des Kindseins, wo man dann sich über die Geschenke freut und der Weihnachtsmann und man ist so begeistert von dem Ganzen und man ist gespannt, was man geschenkt bekommt und sowas alles. Da war ich schon lange raus und ich war noch nicht, sag ich mal, in diesem Tunnel drin, in dem man vielleicht als Eltern reinkommt, wo man dabei ist, die Geschenke zu besorgen und zu gestalten und sowas alles, sondern es war alles irgendwie so weit weg von mir und so wenig. Ich habe mich gefragt, was soll das? Warum müssen wir das jedes Jahr machen, diesen Zirkus? Habt ihr euch das auch schon mal gefragt? Und wenn man sich mal nüchtern darüber Gedanken macht, womit beschäftigen wir uns eigentlich an Advent oder zu Weihnachten? Ja, Geschenke kaufen und Bäume schmücken und Kekse essen und andere Sachen essen und Sachen trinken. Und darum geht es doch alles eigentlich nicht. Und eigentlich ist ja auch ganz vieles davon nicht gut. Ja, so viel Konsum und so viel Müll und so viel Essen und das ist auch nicht gut für unsere Gesundheit und sowas alles. Was soll Weihnachten? Was soll der ganze Zirkus? Ich glaube, das Frustrierende für uns an Weihnachten oder vielleicht auch der Grund, warum so ein Aktionismus immer da ist in der Adventszeit, ist, wir feiern ein Weihnachten, das vor 2000 Jahren ein Kind geboren wurde. Da können wir nichts für tun. Das ist schon geschehen vor Tausenden von Jahren, von 2000 Jahren. Wir feiern, dass dieses Kind geboren ist. Das ist eine Botschaft, die wir hören müssen und die wir annehmen müssen. Aber wir würden so gerne einfach was tun. Und wir beschäftigen uns mit diesem Aktionismus,
Und ich glaube, wir haben Mühe, einfach diese Gnade Gottes, mit der er uns überschüttet, einfach anzunehmen. Weil wir eigentlich nichts tun können. Weihnachten ist ohne unser Zutun großartig. Und ich glaube, deshalb ist es so schwierig, mit unserem Zutun es besser zu machen. Aber das Stillhalten fällt uns schwer. Und wenn ich mir das angucke, wenn ich mir Weihnachten angucke, und ich glaube, das ist so der Kern von Weihnachten. Wer kommt da? Wer ist diese Person, der da kommt? Dann fällt mir das Wort Anbetung ein. Wozu soll Weihnachten gut sein? Das ist doch schon passiert. Warum müssen wir uns jedes Jahr neu daran erinnern? Und ich glaube, ein Sinn, ein Zweck, wenn nicht der Sinn und der Zweck an Weihnachten ist, dass wir immer wieder neu dahin kommen, dass wir erkennen, wer dieser Gott ist. Und dass wir immer wieder neu dahin kommen, dass wir sagen, wow, das verdient Anbetung. Dieser Gott muss angebetet werden. Und dass wir es vielleicht auch anderen weitererzählen. Aber an der Stelle ist Maria noch nicht. Und deshalb gehen wir erst einmal weiter. Wie wird das geschehen, fragte Maria. Ich habe ja noch nie mit einem Mann geschlafen. Jetzt kommen wir von Anbetung zu so einem profanen Thema. Aber ich glaube, das ist etwas, worüber wir mal kurz sprechen müssen. Und also Exkurs Jungfrauengeburt. Interessanterweise hört man immer wieder Aussagen, also ist das immer wieder ein Thema, die Jungfrauengeburt. Und Leute sagen, ja, Jesus, dass er Gottes Sohn ist, ja, okay, aber dass er unbedingt von einer Jungfrau geboren werden muss, das kann ich nicht verstehen. Und wenn ich sowas höre, dann denke ich mir immer so, okay, verstehst du, was es bedeutet, dass Jesus Gottes Sohn ist? Weil wenn du das, was ich eben aufgelistet habe, wenn du sagst, ja, das kann ich glauben, aber dass er von einer Jungfrau geboren ist, das kann ich nicht glauben, dann weiß ich nicht, was du unter diesen anderen Worten, die ich da gerade an der Folie hatte, was du darunter verstehst. Denn wenn das wirklich Gott ist, welches Problem ist dann die Jungfrauengeburt für ihn? Und ich möchte euch, ich habe vor Jahren einmal ein cooles Beispiel gehört, gesehen, und ich möchte euch daran ein bisschen teilnehmen lassen, weil ich glaube, dass das halt sehr gut verdeutlicht, was es mit der Jungfrauengeburt auf sich hat oder warum ich glaube, dass man das glauben kann. Und zwar, zur Freude meiner Familie brauche ich ein Nutella-Glas, um das zu verdeutlichen. Okay. Nutella, vielleicht kennt ihr das, einen Brotaufstrich, und jetzt brauche ich einmal ein Mikro. Genau, gib mir das, genau. Machen wir so. Genau, sehr gut. Und zwar, vielleicht kennt ihr das, ja, wenn ihr ein neues Nutella-Glas habt, ja, das macht so ein Geräusch, wenn man es aufmacht. Ja, wisst ihr, was ich meine? Okay. Das ist das Geräusch, ich glaube, das kennt ihr, oder? Also wenn man das aufdreht, frisches Nutella-Glas, und dann macht man hier die Folie ab, und dann ist es so total glatt da drin und sowas alles. Das ist das jungfräulichste Geräusch, was ich kenne und was ich euch mitbringen konnte. Das ist einfach herrlich, oder? Also ne, wenn man das aufmacht und dann macht es dieses Geräusch und dann dreht man das auf und dann ist es so, das ist einfach großartig. Ja? Das ist jetzt ein Bild für Jungfräulichkeit, okay? Wenn Leute sagen, ja, dass Gott das alles ist, das kann ich mir vorstellen. Aber dass er eine Jungfrauengeburt macht, das kann ich mir nicht vorstellen. Für mich ist das Bild, als wenn Gott hier davor sitzen würde und denken würde, Mist, wie schaffe ich es, dieses Geräusch wieder zu erzeugen? Aber das macht ja überhaupt gar keinen Sinn, dass es darum geht, weil, ich kann euch verraten, es gibt einen magischen Ort, der nennt sich Nutella-Fabrik. Da werden diese Gläser befüllt. Und da wird diese Folie aufgetragen und da wird dieser Deckel draufgeschraubt.
Und die Nutella-Gläser, die aus dieser Fabrik kommen, die machen dieses Geräusch. Vielleicht möchtet ihr euch die Fabrik auch so vorstellen. Und für mich ist das ein ganz gutes Bild. Ja, wieso glaube ich, dass die Jungfrauengeburt stattgefunden hat? Ich glaube, am Ende geht es darum, an was für einen Gott glaubst du? Glaubst du an einen Gott, der irgendwie in der Welt unterwegs ist und versucht, irgendwie was hinzukriegen und was zurechtzumachen? Und dann hat er jetzt die Maria gehabt und hat sich gedacht, Mist, wie kriege ich da ein Baby rein und so? Oder glaubst du an einen Gott, der Schöpfer des Universums ist? Glaubst du an einen Gott, der uns alle gemacht hat und der deshalb überhaupt gar kein Problem hat, in eine Jungfrau ein Baby zu bringen? Letztendlich ist für mich das die große Frage. An was für einen Gott glaubst du? Und ich finde das spannend, wenn wir sozusagen an diese großen theologischen Begriffe, die ich da eben aufgelistet habe, wenn wir da sagen, ja, okay, aber Jungfrauengeburt ist vielleicht ein bisschen konkreter, da denken wir plötzlich, nee, das kann ja nicht sein. An was für einen Gott glaubst du? Exkurs Ende. Was ist jetzt die Reaktion von Maria auf das, was der Engel ihr gesagt hat? Wir sind wieder in Vers 28. Der Engel kam zu ihr herein und sagte ihr, sei gegrüßt. Du mit hoher Gunst beschenkte, der Herr ist mit dir. Maria erschrak, als sie so angesprochen wurde und überlegte, was der Gruß bedeuten sollte. Und dieses Wort überlegte bedeutet also wirklich nachdenken. Ja, was bedeutet das? Und ich finde das total spannend, dass Maria so reagiert. Weil wir denken oft, naja, diese religiösen Menschen, die sowas glauben, die sind halt so, ach, ein Engel, hey, ein Engel. Und gleich die Emotionen durch die Decke. Und Maria ist überhaupt nicht so. Maria ist erschrocken und denkt erstmal nach. Was passiert hier? Was kann das sein? Was soll diese Begrüßung bedeuten? Wir neigen, glaube ich, danach dazu, den Leuten damals einfach zu unterstellen, dass sie alle dumm und naiv sind. So, ja, früher, da hat man an die Jungfrauengeburt geglaubt. Aber wir heute, wissenschaftlich denkende Menschen, wir können da nicht mehr dran denken. Aber wenn wir die Reaktion von Maria sehen, dann sehen wir etwas ganz anderes. Wenn ich hier weitergehe, der Engel erklärt ihr das alles und so und verkündet ihr diese großartige Botschaft. Und was macht Maria? Sie fragt, wie wird das geschehen? Ja, und dann, ich habe ja noch nie mit einem Mann geschlafen. Also es ist nicht so, dass Maria sich denkt, dass Maria nicht wüsste, wo Babys herkommen. Maria war voll klar, was los war. Und ich glaube, ihr war auch total klar, was es für sie bedeuten würde, wenn das, was der Engel sagt, wahr werden würde. Sie würde ein uneheliches Kind bekommen. Josef würde sie wahrscheinlich verlassen. Die Verachtung der ganzen Gesellschaft, wäre ihr sicher. Und in der damaligen Gesellschaft als alleinstehende Frau mit einem Kind, einem uneheligen Kind, würde bedeuten, dass sie lebenslang in Armut verbringen würde. Und selbst wenn Josef sie annehmen würde, was höchst unwahrscheinlich war, selbst dann konnten die Leute damals auch rechnen und hatten Kalender. Und die Leute wussten, dass Babys 9 Monate brauchen. Selbst dann wüssten alle, dass sie entweder fremdgegangen ist oder dass sie und Josef Sex gehabt hätten vor der Ehe. Und das war damals zu der Zeit in der Gesellschaft eine Katastrophe. Das heißt, Maria wusste ganz genau, dass das, was der Engel ihr hier verkündet, so großartig das ist und so krass vom Alten Testament, diese ganzen Verheißungen, die hier zugesagt worden ist, wie gewaltig das ist, dass das für sie eine Bedeutung haben würde. Und sie reagiert mit Zweifel, mit Nachfragen, mit Nachhaken.
Und ich glaube, das kann man verstehen. Und ich würde das gesunden Zweifel nennen bei Maria. Aber wie Matze letzten Sonntag schon erwähnt hat, ist das ganz spannend, dass Zacharias, der zweifelt, vom Engel mit Stummheit geschlagen wird und Maria nicht. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz interessanter Punkt. Wenn man sich den Text anguckt dann und das nebeneinander liegt, dann gibt es da keine wesentlichen Unterschiede eigentlich zwischen dem Zweifeln von Zacharias und dem Zweifeln von Maria. Aber ich glaube, gerade beim Thema Zweifel kommt es auf die Feinheiten an, kommt es auf die Nuancen an. Und wir erleben, glaube ich, in unserer Gesellschaft, ja, der moderne Mensch, der findet Zweifeln wichtig. Zweifeln ist gut. Ja, wir müssen zweifeln und hinterfragen und sowas alles. Und man kann nicht einfach so Sachen annehmen, sondern man muss zweifeln. Das ist ganz, ganz wichtig. In unserer Gesellschaft ist Zweifeln, glaube ich, vor allem oder nur gut. Gut, gut, gut. Wenn wir uns aber eher so in diesen religiösen oder traditionellen Kreisen bewegen, dann ist Zweifeln nur schlecht. Ja, in einer Gemeinde unter frommen Leuten etwas zu hinterfragen, zu zweifeln an etwas, das so sein kann und sowas alles, das ist immer schlecht. Das muss ja schlecht sein. Ja, und wenn du jemandem begegnest, der würde dich am liebsten dann wahrscheinlich auch mit Schweigen strafen, wenn er das könnte. Aber ich glaube, die Feinheiten sind wichtig. Ich glaube, sich Gedanken zu machen, zu hinterfragen, zu zweifeln, ist das eine. Das kann ein Suchen nach Antworten sein. Es gibt aber auch ein Zweifeln, was keine Antworten hören will. Es gibt ein Zweifeln, wo eine Offenheit da ist, zu verändern, wo man verstehen möchte, weil man umsetzen möchte, weil man das leben möchte, weil man da Sicherheit drin gewinnen möchte, das im eigenen Leben umzusetzen. Und es gibt ein Zweifeln, wo Fragen, wo Zweifeln, wo das alles eine Methode ist, um die Kontrolle zu behalten. Eine Methode ist, um das von sich wegzuhalten. Wo keine Bereitschaft da ist, zu Veränderung oder keine Bereitschaft da ist, Sachen anzunehmen. Und ich glaube, dass es da auf die Feinheiten ankommt. Mit welcher Einstellung zweifle ich? Bin ich auf der Suche nach der Wahrheit oder bin ich nach der Suche nach einem Ausgang? Bin ich auf der Suche nach etwas, was mir dabei hilft, das von mir zu halten? Darauf kommt es, glaube ich, an. Maria hatte gesunden Zweifel, aber sie ist an der Stelle nicht stehen geblieben. Ganz am Ende sagt sie: Ich gehöre ganz dem Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Darauf verließ sie der Engel. Nach dem Nachdenken, nach dem Zweifeln und ich glaube noch nicht am Ende vom Nachdenken und am Ende vom Zweifeln, aber Maria kommt zu dem Punkt, dass sie gesagt hat: Ich gehöre dem Herrn. Und das, was du sagst, das soll mit mir passieren. Ich gebe mich da rein. Ich bin bereit, mich darauf einzulassen. Ich bin bereit, mich auf diesen Weg einzulassen. Ich bin bereit, da reinzuspringen. Und das, wie ich das nennen würde, ist, das ist Hingabe von Maria, aber es ist eine umsichtige Hingabe. Das ist nicht Hals über Kopf und emotionsgetrieben, sondern sie hat darüber nachgedacht und ich habe eben aufgelistet, was für Konsequenzen das für sie bedeutet hat, oder? Bedeuten würde. Und trotzdem hat sie gesagt: Okay, ich gehe diesen Weg. Ich will diesen Weg gehen. Und es würde noch eine ganze Weile dauern, bis Maria dahin kommt, was ich eben gesagt hatte, was ich denke, was eine wichtige Reaktion auf Weihnachten sein soll, nämlich Anbetung. Wir lesen in den nächsten Versen, dass sie zu ihrer Verwandten reist, ins Bergland von Judäa. Und als sie dort bei ihr ankommt, und diese Greisin, die auch schwanger ist, sie in den Arm nimmt, da bricht's aus Maria heraus, die Anbetung. Und dann singt sie dieses Lied, was auch ganz berühmt ist, bekannt ist, das Magnificat. Da kommt erst die Anbetung. Aber ich glaube, Maria hat noch ganz viel gegrübelt und nachgedacht auf dem Weg. Trotzdem hat sie sich hingegeben. Trotzdem ist sie bereit gewesen, diesen Weg zu gehen. Was sollen wir mit Weihnachten? Was will Gott mit Weihnachten? Wie sollen wir darauf reagieren?
Ich möchte dich einladen, zu hinterfragen. Wenn du Zweifel hast, macht es, glaube ich, keinen Sinn, die irgendwo wegzusperren. Sondern ich hoffe, dass wir als Gemeinde ein Ort sein können, wo wir darüber sprechen können, wo wir miteinander ringen können, wo wir das diskutieren können, wo wir hinterfragen können, wo gesunde Zweifel, die nach einer Antwort suchen, einen Ort haben und wo sie Antworten bekommen. Wenn du an der Stelle bist, dann möchte ich dich einladen, zu zweifeln und das zu sagen und ins Gespräch zu kommen darüber. Wenn du darüber hinaus bist oder wenn du schon so weit bist, dann möchte ich dich dazu einladen, von Maria dieses Gebet zu lernen. Ich gehöre ganz dem Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich morgens ganz müde bin und aufstehe, dann bin ich immer froh, wenn ich ein Gebet im Kopf habe. Ich glaube, das kann man sich gut merken. Ja, wenn ihr morgens aufsteht und auf die Knie geht, dann betet das. Herr, ich gehöre ganz dir. Das, was du sagst, das soll mit mir passieren. Ja, was passiert in deinem Alltag? Was könnte in deinem Alltag passieren, wenn das dein Gebet ist? Ja, wenn du das Wort gelesen hast in deiner stillen Zeit, wenn du das betest, bevor du die Bibel zuklappst. Mir geschehe nach deinem Wort. Und ich hoffe, dass wir aus ganzem Herzen hinkommen zur Anbetung dieses großen Gottes, der Mensch geworden ist. Und auch dazu möchte ich euch ganz herzlich einladen. Amen.